Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Kaisers Jena Projekt. Ab jetzt kommt Fußballmanager nur noch zweimal die Woche, weil ich Platz für andere Projekte schaffen wollte. Und ja, meine Folgen sind ja lang genug, mit immer über 30 Minuten normalerweise. Und da sind wir nicht zu schnell, kommen wir nicht zu schnell voran. Das sind dann 4 Spiele in der Woche. Das ist, find ich in Ordnung. Finde ich eigentlich in Ordnung. Wie ihr seht, ich habe gerade wieder ein bisschen aufs Team gearbeitet und ich habe mir einen neuen Scout geholt. Also ich habe ihm ein Angebot gemacht und denke, dass er kommt. Nemanja Vidic, eigentlich cool, so ein älterer Spieler damals zu holen. Und jetzt sind meine Mitarbeiter, wenn man das so sieht, ne? Tiffa, Susa, De Witt, Gardina, Weidenfeller, Paul Davis, Woolridge, Beutler, Tunkel, Pastor Agbogbori. Ja, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, wir haben den Transfermarkt abgeschlossen. Und jetzt heißt es, mit dieser Mannschaft müssen wir müssen es einfach schaffen. Wir müssen es einfach schaffen. Flecken ist noch 52 Tage verletzt und Ritter nur noch einen Tag. Also ich gehe erstmal in die Woche. Wenn irgendwas Spannendes passiert, sehen wir uns dann. Und so, damit wären wir beim Spiel gegen den KFC Uerdingen. Aufsteiger gegen Aufsteiger. Das heißt, wir können rein theoretisch wieder Punkte sammeln nach den 2 Unentschieden in der letzten Folge. Aber Ismail Jakobs 15er Form, Kevin Kratsch 14er Form, Schnitzler 16er Form, Chittori 17er Form. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Itta entwickelt sich schön weiter. Gimpa entwickelt sich weiter. Der will noch nicht seinen Vertrag verlängern. Der hat noch 2 Jahre Vertrag, aber rein theoretisch kriegen wir für den auch ein schönes, schickes Sümmchen. So. Hier ist nicht wirklich was zu machen. Ich gehe jetzt einfach direkt in die Teamdynamik und guck, was wir da machen. Du hast gut trainiert. Luka Barrios, du musst körperlich stärker werden. Gislason hat gut trainiert. Prinz Redondo, gib im Training alles. Christian Groß hat gut trainiert. Flecken, du musst mehr Verantwortung übernehmen. Finn Bartels, gib im Training alles. Benedikt Kemper, was hast du denn für Ziele? Höhere Liga, will erfolgreich Fußball spielen. Gib im Training alles. Deine Mannschaftsführung ist klasse. Und ja, bei ihm kann man nur sagen, großes Lob. So ist es. So, Redondo spielt doch von Anfang an. Da hätte ich trotzdem zu ihm sagen können. Okay, egal. Damit gehen wir ins Spiel. Das 3D-Spiel natürlich. Wir geben unser Bestes gegen Uerdingen und starten rein. So, damit wären wir beim Spiel gegen Uerdingen. Haben wir Reusband und wir starten rein. So, Itta jetzt mit dem Ball. Bringt ihn weit nach vorne zu Pagliuca. Pagliuca haut ihn weit nach vorne, aber Gislason stand noch abseits. Nein, stand noch nicht, aber Königshofer fängt die Flanke von Gislason. Also noch ist alles beim alten Aydogan. Konrad, Daube, wieder zu Aydogan. Der wieder zu Konrad, der wieder zu Daube. Daube wieder zu Aydogan. Der zu Böhre, der hat ein bisschen Platz, schießt, aber Schnitzler ist auf dem Platz. Und Tisserand klärt. Redondo jetzt. Bartels. Zu Aydogan. Und da, Benatira wieder. Aydogan holt sich den wieder. Der ist überall. Gerade wo der Ball ist, Aydogan. Torjan. Tisserand. Aber Schnitzler klärt dieses Tohuwabohu da. Toljan jetzt. Benatira. Pagliuca. Bartels. Mit dem Ball zu Redondo. Der kommt da auch ran. Gegen Großkreuz. Flankt. Und Gislason mit dem Kopf macht das 1:0. Perfekt. 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 Was kann ich dazu noch sagen? Hat er schön gekriegt. Und keine Chance für den Keeper. Ein frühes Tor. Das ist schon mal sehr schön. Maro.
Park Luka fault. Und weiter geht's. Gemper. Bellatira, Gislason. Zurück, Etayet, der wieder zu Gislason, der hat jetzt ein bisschen Platz, passt aber zu Bakdioka. Der in die Mitte zu Bellatira, der zu Gegner und Konrad und Urding ist im Ballbesitz. Maro jetzt. Oh, der wird abgefangen von Bartels. Redondo mit dem Ball zu Bellatira, der zu Bakdioka, der schießt und da macht das 2:0. Ein eiskaltes Tor von Kilian Bakdioka. Schönes Ding, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beschweren, die Folge bis jetzt fängt perfekt an. Aydogan, Daube, Großkreuz, verliert den Ball an Redondo, der spielt weiter zu Bartels, Bartels läuft zu Pakiluka, passt zu Pakiluka, der zurück zu Redondo. Redondo jetzt zu Toljan, der hat ein bisschen Platz, passt den Ball aber direkt zu Bellatira, der zu Bartels, der schießt aber daneben. Abstoß, Königshofer. Der hat ihn weit rein, aber wird von Redondo abgefangen. Der läuft, passt zu Shottery, Shottery passt zurück zu Redondo. Der passt zu Tisserand, der passt zu Toljan. Toljan wieder zu Redondo, der in die Mitte zu Bartels, der zurück, aber der wird abgefangen. Kirchhoff hat jetzt den Ball, passt zu Daube. Großkreuz. Daube. Konrad, Kirchhoff, die spielen hinten rum. Die Urdinger. Konrad. Dora. Pass zurück zu Maro. Maro zu Kirchhoff. Wieder zu Maro. Der wieder zu Dora. Wir setzen sie früh unter Druck. Leukemia. Bartels fängt den Ball ab. Aber verliert ihn auch direkt wieder. Aber Redondo holt sich den. Pass wieder zu Bartels. Bartels mit einem sehr schlechten Ball, aber Redondo kommt da dran. Pass zurück zu Bartels. Bartels verliert ihn aber wieder. Leukemia haut ihn raus. Den holt sich Tisserand. Der haut ihn hoch nach vorne, aber Königshofer kann ihn fangen. Bitter, bitter, bitter. Königshofer jetzt. Abschlag. Bellatira, Bakliuka, Bartels. Wieder Bellatira. Setzt sich durch. Passt dann zu Gislason. Der passt zu Bartels. Bartels verliert den Ball. Yes, Aydogan hat viel Platz, macht den Ball zu Böhre, der hat auch viel Platz, Shottory kommt von hinten, aber Böhre schießt übers Tor. Schnitzler, Bakliuka, Bartels, versucht sich durchzulassen, wird aber gefoult, Freistoß. Interessante Position für den Freistoß. Bellatira, ja, aber Königshofer ist vor Gimpada und kann eiskalt klären. Weiter Abschlag jetzt. Da kommt Aydogan nicht ran. Gimper jetzt. Itta. Bartels. Verliert den Ball. Aber Redondo ist da. Bartels hat ihn wieder. Passt wieder zu Redondo. Der ist im 16. Aber Königshofer hält ihn. Ball von Redondo. So. Chattori. Bernatira. Bartels verliert den Ball direkt wieder. Daube. Leukemia. Konrad. Aydogan hat jetzt viel Platz. Aber Gimper fängt seinen Ball ab und Aydogan holt sich den aber wieder. Konrad hat jetzt wieder den Ball. Pass zu Kirchhoff. Kirchhoff hoher Ball zu Böhre, aber der verliert nach Hatira. Bakdioka jetzt. Pass zu Bartels. Bartels mit einem komischen Ball, den holt sich Großkreuz und Urding ist schon wieder am Ballbesitz. Kirchhoff. Daube. Konrad. Und der Ball war zu weit. Es gibt Einwurf für Jena. Gislason, Itta, Shottori, Gislason, wieder Itta, der haut ihn weit nach vorne, aber direkt zu Pakliuka. Der läuft jetzt in die eigene Hälfte, passt dann zu Gimper, der weiter zu Gislason, der in den Lauf von Bellatira, der hat ein bisschen Platz, passt aber direkt zu Bartels und die verlieren den Ball und Leukemia kann klären. Konrad jetzt, Kirchhoff, Daube und wir gehen in die Halbzeit mit einer 2:0 Führung, perfekt. So, die Spielergespräche, was soll man sagen, Bartels wird rausgenommen. Ich gebe Ritter, ja, ich gebe Ritter die Chance, sich zu beweisen. Dann werden die Spielergespräche macht der Assistent und was sagen wir? Lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Wir haben ja stark gespielt, aber Bartels ist wirklich nicht mehr on point. Deswegen kriegt er seine Pause. Und weiter geht's. Konrad. Böhre, Kirchhoff,
Böhre wieder. Konrad. Böhre. Setzt sich gegen durch und schießt, aber Schnitzler hält. Schnitzler jetzt ein kurzer Ball zu Tesserand, der weiter zu Chaudhary. Der weiter zu Redondo, aber Ibrahim. Maci oder wie der ausgesprochen wird da rechts. Konnte ihn abfangen. Aber diese Saison schon, diese Saison. Die Aktion ist schon längst weg. Itta hat jetzt den Ball. Zu Pakliuka zu Benatira. Der zurück zu Tesserand. Tesserand wieder zu Benatira. Der in den Lauf von Ritter. Der ist jetzt durch. Ist im 16er, schießt und macht das 3 zu 0. So schnell kann's gehen. Marlon Ritter. Und da haut ein einfacher Ankeeper vorbei. In die Maschen. Aydogan jetzt. Kirchhoff. Zu Ibrahimac. Chaudhary, Lukimia, Kirchhoff, Daube, wieder Kirchhoff, Ibrahimai, ich sag Ibrahima, Benatira, Redondo, zu Benatira wieder, der mit dem guten Ball zu Chaudhary, der in den Lauf von Gislason, der hat Platz, packst du Pakliuka zu Ritter, der Ritter hat Platz, aber schießt und Ecke. Die Ecke wird ausgeführt. Etta, aber wird abgefangen. Chaudhary holt sich den aber wieder. Jetzt Benatira, Platz, schießt aber direkt auf Moreau. Der wird wieder abgefangen. Toya, wieder Ritter. Zu Redondo, der ist im 6er. Passt zu Etta. Und Etta schießt daneben. Bitter, Etta. Ritter hat es besser gemacht. So, Redondo. Ritter. Tesserand, Benatira, Chaudhary. Itta jetzt mit dem guten Ball zu Gislason. Der hat das hier Platz, flankt ihn rein. Lukimia klärt und wird gefoult. Was war das für eine Aktion von Ritter? Jetzt Königshofer. Pagliuca mit dem Ball zu Redondo. Redondo läuft in die eigene Hälfte, passt dann zu Toljan. Toljan verliert den Ball aber direkt. Ibrahima. Und Gimpa klärt. Aber nicht gut. Ibrahim hat wieder den Ball, flankt ihn rein und Schnitzler ist da. So, jetzt wird mal gewechselt. Was kann ich machen? Chaudhary kriegt eine Pause. Cercinoglu kommt mal wieder rein für ein paar Minuten. Und ich würde sagen, Hatira kriegt eine Pause. Und ich schicke Barrios dafür rein. Schnitzler jetzt. Konrad fängt ihn ab, Gislason verliert den direkt, weil wieder an Konrad. Aydogan. Mit dem weiten Ball, Tesserand fängt ihn aber sicher ab, passt dann zu Benatira, der zu Chaudhary. Toljan, der weiter zu Redondo, der hat viel Platz. Gegen Großkreuz, läuft aber wieder zurück und passt in die Mitte und verliert den Ball. Er ist Ibrahima, hat viel Platz, passt zu Böhre, der ist durch, aber schießt daneben. Jetzt kommen die neuen Wechsel, Doppelwechsel bei jener. Und nochmal Wechsel, ich weiß nicht ob doppelt, ne, einer Wechsel bei Uerdingen. Ein Wechsel bei Uerdingen. Boah, Alter. Deutsch müsste man können, wenn man kommentiert. Ibrahima. Lukimia. Redondo. Verliert den Ball direkt wieder an Lukimia. So, Ibrahima ist wieder da. Der hat Platz. Passt. Böhre hat den Ball. Passt zu Großkreuz. Flankt ihn rein, aber Schnitzler, oder passt ihn rein, aber Schnitzler hat den Angriff abgefangen. So, Matuschik. Aydogan. Wieder zu Matuschik. Gislason. Barrios. Ritter. Gislason. Mit dem Ball zu Itta. Itta jetzt in den Lauf von Gislason, der hat jetzt viel Platz. Und schießt ihn rein. Großkreuz versucht ihn zu klären, aber macht das nicht richtig. Tesserand jetzt. Ritter. Barrios, aber Ritter wird gefoult. Freistoß Jena. Keine besonders gute Position, aber auch nicht mega schlecht. So, Toljan, jetzt mit dem Ball zu Bakayoko, aber der stand im Abseits. Da haben die gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Königshofer. Großkreuz. Daube. Und Toljan klärt. Aber Daube hat ihn wieder. Böhre schießt direkt, aber daneben. 8 Minuten noch. Also bis jetzt sieht es gut aus für uns.
Da müssen wir schon echt den Faden verlieren, um das noch herzugeben. Barrios, Gimper, Itta, Gislason, Pass zurück zu Itta, Itta wieder zu Gimper, Gimper wieder zu Itta, Itta zu Gislason, der in die Mitte ist zwar schon, aber das wird abgefangen von Daube, Matuschek jetzt. Zu Aydogan. Aydogan packt Juka, fängt den Ball ab. Sechenaro wieder. Gislason hat wieder den Ball. Der zurück zu Barrios. Barrios wieder zu Gislason. Der läuft. Pass zu Ritter. Ritter zu Barrios. Wieder Gislason. Und jetzt flankt er rein und Königsdorfer hat den Ball sicher. So, Ritter wird gelegt. Dann wird auch nochmal gefoult und wir kriegen Freistoß. Sechenaro. Und Ritter. Donner. Hau den raus. Daube. Großkreuz. Kirchhoff. Daube. Kinsombi. Ich weiß nicht, ob man das hört. Wenn Zwischengeräusche kommen, wie so ein bisschen Hämmern oder so. Mein Vermieter baut die Wohnung nebenan um. Und ist gerade nicht leise, ist nicht wirklich leise dabei. Alles klar. Wir gewinnen gegen Ording mit 3 zu 0. Perfekt. So, 3 zu 0. Marlon Ritter mit dem Tor. Perfekte Einwechslung, würde ich sagen. Packt Luke und Gislason. Bester Spieler war Redondo. Okay. So, Lukimir. Der hat mir eigentlich gut gefallen, aber der wird seinen Vertrag verändern. Und Aydogan. Das ist eigentlich auch noch ein junger Typ, ne? Wir gehen auf jeden Fall erstmal an die Ergebnisse. Paderborn geht unter gegen Kiel zu Hause. Wien Wiesbaden teilt sich die Punkte mit Karlsruhe. Bielefeld verliert zu Hause gegen St. Pauli. Sandhausen verliert zu Hause gegen Bochum. Eintracht Braunschweig teilt sich die Punkte mit Dynamo Dresden. Darmstadt verliert zu Hause gegen Union Berlin. Hamburg gewinnt zu Hause gegen Osnabrück. Wir gewinnen zu Hause gegen Ording. Und Hannover teilt sich die Punkte mit Nürnberg. Die Tabelle sieht wie folgt aus. Wir sind Dritter als Aufsteiger, aber wir haben uns auch mega verstärkt mit sehr, sehr vielen Spielern. Und anscheinend können wir langsam uns darum kümmern, das Stadion auszubauen, würde ich sagen. Vier Spieler von uns, Schnitzler, Itta, Gislason und Redondo zum dritten Mal. Und er ist sogar Spieler des Tages. Kenny Prinz Redondo. Perfekt. Also, bis jetzt sind wir immer ausverkauft gewesen, die Saison. Bis auf das Freundschaftsspiel gegen Chemnitz. Wir könnten drüber nachdenken, aber wir sind auch aufgestiegen. Ne? Ich kann mal gucken wegen den Tickets. Wegen den Tickets. Okay, Sitzplätze 21. Okay. Okay, cool. Ja, dann machen wir das jetzt mal so, ein bisschen Geld verdienen. Aber wir können mal gucken wegen, was soll ich sagen, ne? Wir haben keine Ecken. Okay, cool. Cool. Wenn ich noch 1,8 Millionen würde mich das kosten. Dann hätte ich noch 5.200, 6.000, 5.600 Plätze mehr. 5.600 Plätze mehr, aber das würde 6,88 Millionen kosten. Aber wir sind in der zweiten Liga und sind da etabliert, ne? Naja, ich würde sagen, wir warten noch. Wir wollen erstmal, dass diese Saison das Stadion ausverkauft ist. Und dann nicht, weil das ist ja zu früh. Wir sind gerade erst aufgestiegen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir in der Liga bleiben. Bis jetzt haben wir uns natürlich klar verbessert. Wir kämpfen bis jetzt um den Aufstieg mit, aber. Aber ja, ich will es nicht riskieren. Ich will es einfach nicht riskieren, jetzt hier mein Geld auszugeben, was ich gar nicht habe.
Ich habe 6,8 Millionen, das wäre dann komplett alles weg rein theoretisch. Und wenn ich einen Kredit aufnehme, ich könnte rein theoretisch einen Kredit aufnehmen von 4, oh, entschuldigt, 4,1 Millionen, und das will ich einfach nicht. Von der Finanzen sind wir gut aufgestellt und das will ich auch so behalten. Und damit wären wir beim Spiel gegen den VfL Osnabrück. Wir sind stärker, das ist schon mal sehr gut. Und ja, Tisserand kriegt eine Pause, Kroos kommt dafür rein und ich nehme Obermeier damit. Geht ja nicht anders. Ritlas, Haşanoğlu, Günther Schmidt, Lucas Barrios sind alle dabei, obwohl ich glaube, ich werde mit... Nee, ich starte mit Bartels. Ich starte mit Bartels, weil das ist kein großer Unterschied von der Form. Tolian ist gut dabei, Jakobs hat eine gute Form. Shotori ist wie immer ein Monster, was die Form angeht. So, ich gucke dann erstmal nochmal bei den Nachrichten. Dann gehen wir in die Teamdynamik. Reden nochmal mit allen Spielern. Du hast gut trainiert. Du hast gut trainiert. Obermeier, du hast gut trainiert. Schnitzler, großes Lob. Günther Schmidt, du hast gut trainiert. Mettler, du musst körperlich stärker werden. Sa, möchte ein defensiv stabilen Team spielen. Du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Das hört sich gut an. Dietz hat gut trainiert. Sechenjolaho, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Länderspiel. Jakobs, du trainierst sensationell. Bakliuka kann ich nicht sagen, Barrios kann ich sagen, Ritter, Flecken, Gislason. Oder war es das? Bin ich jetzt durch mit den Gesprächen dieser Woche? Okay, cool. Dann starten wir das Spiel. Gegen den VfL Osnabrück in Osnabrück. Wir werden in den Spaß am Fußball spielen, wir holen einen, wir können das gewinnen. Gebt euer Bestes. So, wir werden in den Spaß am Fußball nehmen. So, und damit wären wir beim Spiel gegen den VfL Osnabrück. Wir starten direkt in die Partie, würde ich sagen. Mit der Live-Tabelle natürlich immer oben rechts. Und mit mir unten links. So. Susak. Mit dem guten Ball zum Lacher. Lacher zu Schmidt. Zu Dumer. Ja, wird abgefangen von Eckert. Der passt weiter zu Bartels. Bartels jetzt zu Benfatera. Wieder Doppelpass. Bakayoko. Läuft. Passt zu Eckert. Eckert setzt sich gegen Dumel los, kriegt den Ball zu Bellatira, der haut den Ball weit nach außen und Itta kommt da sogar noch ran, aber Kühn fängt die Flanke von Itta ab. Kühn jetzt. Okay, den Namen konnte ich nicht richtig lesen. Henning, Korb, Groß, Bakliuka, Bartels, Redondo jetzt. Aber Engel ist da und holt sich den Ball sicher. Toll, Jan fängt den Befreiungsschlag von Engel ab. Pass zu Shottori. Shottori in die Mitte zu Bakayoko. Der zu Bernhard Hira. Der mit dem schlechten Pass, der wird abgefangen und Groß holt sich den Befreiungsschlag. Der Redondo verliert den Ball wieder. Und jetzt Kopp mit dem guten Ball zu Wolze. Der hat Platz. Gehen Pass da. Kopp läuft zurück und verliert den Ball. Bernhard Hira. Bakayoko, Gimpa. Eckert hat viel Platz. Hat immer noch sehr viel Platz. Flankt ihn rein und Kühn boxt ihn raus. Toljan jetzt. Schießt nicht direkt, sondern passt zu dem im Abseits stehenden Spieler von Redondo, glaube ich, war das. Bartels, Redondo, Benatira. Henning, Blacher, Alcdini und Schnitzler fängt den Ball ab, safe. Ecke aber, die erste Ecke im Spiel nach 14 Minuten. Aldini wird abgefangen und Gimpa klärt, boxt ihn raus, aber die sind schon wieder am Ball besetzt. Bartels hat ihn jetzt, bringt den Ball zu Bakayoko, der zu Eckert. Eckert wieder zu Bakayoko, der in den Lauf von Bartels, nein, Bartels passt zum Gegner und holt ihn aber wieder. Benatira jetzt mit dem Ball zu Bakayoko, Bakayoko passt zu Eckert, Eckert mit dem Ball zu Bartels, der ist durch, verliert den Ball aber direkt wieder. Und Gimpa jetzt, Benatira. Mit dem Ball zu Eckert. Eckert zu Bartels. Der ist durch. Schießt und macht das 1:0. Er macht das 1:0. Finn Bartels. Endlich schießt er sein Tor. Gegen Osnabrück. Coffee Perfect. Der Sponsor von Osnabrück. Okay, cool.
Susak. Schmidt. Kopp. Und Schnitzler ist sicher. Ist sicher da. Kein Problem für ihn, so ein Ball. Kroos jetzt. Mit dem Ball zu Benatira. Der zu Park Liuka, der weiter zu Itta. Itta setzt sich durch, bringt den Ball zu Eckert. Der schießt, passt, flankt, was auch immer das sein gewesen soll. In die Mitte, aber an allen vorbei. Toljan. Chaudhary. Guter Ball zu Redondo. Redondo setzt sich durch, packt Liuka mit dem Ball zu Bartels. Der ist durch und macht das 2:0. Was mit Bartels durch? Ist Osnabrück sein Gegner? Bis jetzt sieht es so aus. Und er macht einfach das 2:0. 27. Minute. Doppelpack für Bartels. So, jetzt. Packt Liuka mit dem Ball zu Bartels. Der zu Redondo. Der läuft. Passt den Ball wieder zu Bartels. Der wieder zu Redondo. Der flankt in die Mitte. Susak klärt den Ball, aber wird von hinten gelegt. Und es gibt Freistoß für Osnabrück. Und jetzt Engel. Bartels holt sich den Ball. Passt. Und der wird zu Benjatira geklärt. Packt Joker wieder. Bartels. Eckert. Verliert den Ball. Jetzt Wolze. Schmidt. Hat viel Platz. Und passt zu Blacher. Der hat jetzt einen guten Ball zu Kopp. Kopp ist im 16er. Setzt sich gegen Chaudhary durch. Passt ihn rein, Aldini und Schnitzler ist da. Schnitzler ist da. Alles gut. Wolze jetzt. Pass zurück zu Susak. Der zu Henning. Und der zu Benatira. Was war das? Ja, jetzt kommt die Ecke. Itta führt die eigentlich aus. So, auch dieses Mal. Itta jetzt aber zu weit. Er wollte aufs Tor schießen. Jetzt der nächste Ball, Henning jetzt mit dem Ball zu Eckert. Eckert kann weiter zu Bartels, der zu Redondo. Der passt zurück zu Toljan, der in die Mitte zu Benatira. Der wieder zu Bartels. Bartels ist im 16er, passt aber zurück. Benatira jetzt, verliert den Ball an Henning. Bartels holt sich wieder, Chaudhary. Schießt, aber kein Problem für Kühn. Schmidt mit dem guten Ball zu Wolze, der hat jetzt Platz. Passt in die Mitte, Kopp ist da, wieder Wolze. Kann jetzt rein passen, aber wird abgefälscht. Ecke. Und Schnitzler haut den Boxstil einfach raus aus dem Strafraum. Keine Chance für niemanden lassen. Jetzt Blacher haut direkt gegen Kroos und Redondo haut ihn wieder zum Einwurf raus. Aldini, Engel jetzt, Henning und jetzt Bartels mit dem Ball zu Park Liuka. Park Liuka wieder zu Redondo. Redondo zurück zu Toljan. Der wieder zu Redondo. Der zu Chaudhary. Der weiter zu Benatira. Benatira in den Lauf von Engels leider. Und wir gehen mit 2:0 in die Halbzeit. Perfekt. So, alles läuft nach Plan. Wir führen 2:0 auswärts. Wir können so weitermachen. Perfekt. In der Aufstellung werde ich erstmal nichts ändern. Und wir machen so weiter. Redondo jetzt. Mit dem Ball zu Chaudhary. Chaudhary zu Park Liuka. Park Liuka zurück zu Gümper. Der zum Gegner. Schmidt jetzt. Blacher. Mit dem sehr, sehr guten Ball zu Kopp. Der flankt ihn rein. Aldini gegen den Pfosten. Glück gehabt. Engels. Blacher. Verliert den Ball gegen Redondo. Holt sich den aber wieder zu Aldini. Der jetzt zu Schmidt. Was? Es gibt Freistoß. Wahrscheinlich Handspiel, würde ich sagen. Gute Freistoßposition und Schnitzler fängt sie, aber Kopp macht den Nachschuss rein. Kopp macht den Nachschuss rein. Bitter, bitter, bitter. Jetzt ist es noch ein knappes Spiel. So, Chaudhary, Bartels, Benatira, Schmidt wieder. Wir lassen uns jetzt langsam an die Wand spielen hier. Kopp, Lacher, Schmidt mit dem Ball zu Kopp. Der ist durch, schießt. Schnitzler fängt den groß, kann ihn klären. Toljan jetzt. Chaudhary, Benatira. Setzt sich durch, bringt den Ball zu Redondo. Der bringt den Ball zu Bartels. Der wieder zu Redondo. Der gegen Aldini. Bringt den Ball aber nicht zum Mann, sondern zum Henning. Blacher jetzt. Aldini wieder. Wie ich zurück Pause gedrückt habe, ich weiß es nicht. Blacher. Eckart holt sich den Ball. Bringt zu Benatira. Der weiter zu Park Liuka. Park Liuka läuft jetzt. Passt aber zum Gegner. Obwohl er nicht bedrängt war. Eckart holt sich den Ball wieder. Passt auch zum Gegner. Wolze. Henning. Eckart holt sich den wieder. Benatira. Park Liuka. Gimper, jetzt Eckert, viel Platz, Pass zu Park Liuka, der setzt sich durch, schießt, aber Kühn ist auf dem Platz.
Und Ecker wieder. Zu Itta. Itta läuft weit in die eigene Hälfte, passt dann zu Gimpa. Der zu Benatira. Benatira hat viel Platz. Die nutzt er auch. Er läuft, aber verliert den Ball an Susak. Jetzt Wolz im Ballbesitz. Hat auch viel Platz. Läuft. Wird nicht bedrängt. Eckert kommt von hinten, aber ist nicht schnell genug. Chotori klärt den Ball. Bartels, jetzt Pagliuca. Wird gelegt. Er wird gelegt. Pagliuca ist nicht wirklich im Spiel. Aber der hat gute... Er hat gute Ausdauer, deswegen. Benatira kommt raus. Und wen kann ich noch machen? Ich glaube, ich werde es so tun. Aber ich warte erstmal ab. Ich mache erstmal nur diesen Einwechsel. Ritter für Hatira. Bernhardira, Entschuldigung. Jetzt packt Liuka mit dem Ball zu Shottery, der weiter zu Bartels, der in den Belauf von Redondo, der es durchschießt und schießt zum Tor vorbei. 25 Minuten noch. Und wir führen nur mit einem Tor mehr. So, Bartels. Redondo. Mit dem Ball zu Toljan, der hat jetzt Platz. Der hat Platz, setzt sich gegen Engel durch. Und dann wird er gelegt, aber Redondo holt sich den Ball, bringt ihn zu niemanden und es gibt Einwurf für Osnabrück. Läuft hart bei dir. Schmidt. Dume. Henning. Susak. Und Itta fängt den Ball ab. Jetzt Eckhardt im Ballbesitz. Eckhardt. Haut ihn rein und es gibt Ecke. So, 70. Minute, was können wir machen? Bartels ist nicht mehr on point. Dann werden wir das jetzt so machen. Bartels kommt mit einer sensationellen Form raus und Günther Schmidt kriegt noch mal ein paar Minuten. Und was kann ich noch machen? René Eckert ist nicht wirklich on point. Jakobs kommt rein und in die Verteidigung, während Toljan nach vorne kommt. Damit werden meine Wechsel alle durch. Hoffentlich passiert jetzt nichts mehr Schlimmes. Nicht mehr Schlimmes. Oder nichts Schlimmes mehr, so kann man es auch sagen. Und Kühn fängt den Ball locker ab. 19 Minuten noch. So, Henning mit dem weiten Ball. Dune kommt da noch ran und bringt ihn über die Linie ins Aus. Einwurf Jena. Wieso habe ich Pause gedrückt? Ich weiß es immer noch nicht. So. Toljan. Itta. Itta für Schmidt. Korb ist durch, schießt, Schnitzler fängt, Itta klärt, Ritter hat den Ball jetzt. Shottery, Pagliuca, zurück zu Groß, der zu Jakobs, der haut ihn weit nach vorne, Henning fängt ihn ab, jetzt ist Blacher da, passt zu Korb, Korb ist durch, Schnitzler hält den auch. Schnitzler wird eine sehr, sehr gute Note haben, wenn das so weitergeht. Klaas jetzt. Toljan holt sich den Ball, Schmidt, Ritter holt sich den Ball, Günther Schmidt. Befreit, einfach Befreiungsschlag, so kann man es machen, so ist am besten. Einfach der Befreiungsschlag. Einwurf aus Osnabrück. Schmidt jetzt. Pass zurück zu Dume. Der wieder zu Schmidt. Itta holt sich den Ball aber sicher. Läuft jetzt. Setzt sich gegen Dume durch. Pass in die Mitte, aber Henning fängt den Ball ab. Aber Gimpo holt sich den. Chotary. Ritter. Günther Schmidt. Der schießt aber daneben. 8 Minuten noch. 8 Minuten noch. Weiter Ball. Schmidt, Blacher und Redondo jetzt. Hoher Ball, aber Henning fängt ihn ab. Schmidt jetzt wieder. Und der Ball wird geschossen. Schnitzler fängt. Schnitzler fängt ihn. Das ist alles so wichtig. Itta. Mit dem Ball zu Toljan. Toljan hat jetzt sehr, sehr viel Platz. Bringt den Ball aber zu Pagliuca. Der zu Ritter und der wird gelegt. Sehr, sehr gute Freischussposition. Ritter, mein Freischussschütze, ist auch auf dem Platz. Der schießt. Aber schießt daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. So, Ritter jetzt. Packt Luca. Mit dem Ball zu Toljan. Toljan zurück zu Itta. Itta zu Shottori, der wieder zu Itta. Toljan jetzt. Hat viel Platz. Läuft. Und verliert den Ball an Dume. Der haut ihn weit raus. Itta klärt aber. Toljan holt sich den wieder. Mit dem Pass zu Henning jetzt. Aber Shottori holt sich den wieder. Klaas. Shottori holt sich den auch. Ritter. Mit dem Pass zu Pagliuca. Pagliuca ist durch. Pass zu Günther Schmidt, aber der wird abgefangen. Blacher. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen gegen Osnabrück. Wir haben 2 Spiele in Folge gewonnen, diese Folge. Perfekt. 2 von 2 Spielen gewonnen.
So, zwei von zwei Spielen gewonnen. Aber dieser Name gefällt mir. Kopf. Aber er ist zu alt. Schade, schade, schade. So, Finn Bartels, Schnitzler, Spieler des Spiels. Wir gehen in die Ergebnisse. Pauli verliert zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Uerdingen verliert zu Hause gegen Wiesbaden. Union Berlin teilt sich die Punkte mit Bielefeld. Holstein Kiel verliert zu Hause gegen Hamburg. Dynamo Dresden gewinnt gegen Hannover 96. Karlsruhe verliert zu Hause gegen Paderborn. Nürnberg zeigt, wer der Herr im Haus ist und gewinnt gegen Sandhausen hoch. Osnabrück verliert gegen uns. Bochum gewinnt zu Hause gegen Darmstadt. Und die Tabelle bleibt wie folgt: Nürnberg auf dem ersten, Hamburg auf dem zweiten und wir auf den Relegationsplatz Nummer 3. Wir gehen in die Spieltagsstatistik. Und Oliver Schnitzler wurde zum zweiten Mal nominiert. Es läuft hart bei ihm. Es läuft wirklich hart bei ihm. Dazu kann ich nichts weiter sagen. Er ist auch der einzige aus unserer Mannschaft, der nominiert worden ist dieses Mal. Aber ja. Alexander Jeremjew. Okay, cool. Cool, der will noch eins. Alles klar. Da sieht man es. Oliver Schnitzler einfach jetzt eine 18er Form. Schuttorby ist auch dauernd in einer hohen Form und das ist auch ziemlich bitter, dass wir den nicht halten können. Das ist ziemlich bitter. Aber wir wissen ja, dass er existiert. Wir wissen ja, dass er existiert. Sehr, sehr gutes Spiel von allen wieder. Eckhardt auch schönes Spiel gemacht. Und ich gucke nochmal in die Finanzen. Man kann ja nichts machen. Dann würde ich die heutige Folge auch hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao!